Homecomputer gibt es nun schon seit über 40 Jahren. Ist das jetzt schon Geschichte? Was sind denn bitteschön 40 Jahre? Weltgeschichtlich gesehen ist das ein Witz, aber dennoch, es ist Geschichte. Eine Geschichte, die dringend als solche erkannt und entsprechend aufgearbeitet werden muss. Die 40 Jahre spielen dabei keine Rolle, sondern die schiere Geschwindigkeit, mit der sich die Computerei generell entwickelt hat. Wohl aus diesem Grund verstehen noch viele nicht, dass es sich hierbei eben auch um erhaltenswerte Geschichte handelt. Ein paar, die das begriffen und sich die Aufgabe gestellt haben, diese Geschichte zu bewahren und dem breiten Publikum zugänglich zu machen, sind die Mitglieder des Digital Retro Parks e.V., welche es im Oktober 2018 geschafft haben, aus einer zuvor eher fliegenden Computershow eine dauerhafte Museumseinrichtung zu machen. Und da das Ganze bei mir quasi um die Ecke ist, musste ich mir das freilich auch mal anschauen. Das Museum für digitale Kultur trägt den Vereinsnamen Digital Retro Park und ist beheimatet in der Frankfurter Straße 13 bis 15 in der sogenannten Walter Passage in Offenbach. Als Landei graut es mir vor Stadtverkehr, daher bin ich mit der Bahn angereist. Das ist keine verkehrte Idee, denn der Offenbacher Hauptbahnhof liegt nur 10 Minuten Fußweg vom Museum entfernt. Es fährt zwar auch ein Bus, aber es kann ja nicht verkehrt sein, nochmal frische Luft zu schnappen. Naja, was man in Offenbach halt so frisch nennen kann, bevor man in die geschichtsträchtige Atmosphäre der letzten Jahrzehnte eintaucht. Ein bisschen muss man den Eingang suchen, der ist hier, wo es schick open leuchtet. Als erstes gelangt man ins Café Commons, eine geschmeidige Angelegenheit, denn ein Käffchen nach der Anreise ist nie was Verkehrtes, ein bisschen Techno-Smalltalk an der Theke ebenso nicht. Dann geht noch eben ein Fünfer über den Tisch als Eintrittsgeld. Kinder unter 6 Jahren sind übrigens frei. Man bekommt ein Eintrittsbändchen, mit dem man das Museum zwischenzeitlich auch mal verlassen kann. Etwa zum Futterfassen, denn im Café Commons gibt's zumindest derzeit nur flüssige Nahrung. Aber jetzt geht's los. Auf 2 Etagen sind allerlei Gerätschaften aufgebaut, betriebsbereit und, was das Beste ist, allesamt ausdrücklich für die Benutzung durch den Besucher freigegeben. So findet man in einem Raum eine respektable Ansammlung an Spielekonsolen, die wir alle schon irgendwie, irgendwo, irgendwann mal gesehen oder zumindest schon mal davon gehört haben. Nicht verwunderlich, dass zumindest an dem Tag, an dem ich dort war, vor allem die jüngeren Besucher sich erstmal hier versammelt haben. Nebenan präsentieren sich die Anfänge der Homecomputer. Commodore PET 2001, Apple II und TRS 80 stehen hier in trauter Dreisamkeit nebeneinander. Gerade der TRS 80 war für mich persönlich ein Highlight, denn oftmals habe ich von dieser Kiste gehört, ebenso oft davon gesprochen, aber tatsächlich mal in die Tasten gehauen hatte ich bis zu diesem Tag noch nie. Und genau darum geht es ja. Ausprobieren! Im Anschluss reihen sich die frühen 8-Bitter auf. Ja, gewiss waren das nicht alles nur Spielemaschinen, aber auf den meisten Exponaten waren Spiele startklar gemacht worden und mal ganz ehrlich, die meisten von uns haben die Gerätschaften doch auch genauso in Erinnerung. Oder etwa nicht? Hier stehen durchaus auch Computer, die bei uns keine sonderlich breite Bekanntschaft erreicht haben. Und gerade das fand ich sehr spannend. Also auch hier wieder ransetzen und mal gucken, was so geht, beziehungsweise, naja, was nicht geht. Begleitet wird die technische Anfassausstellung durch große Wandposter, die die Geschichte zur Technik anschaulich erzählen.
Aber man kann auch jederzeit einen der ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder des Digital Retro Parks ansprechen. Es dürften dann kaum Fragen offen bleiben. Steigt man die Stufen ins nächste Stockwerk hinauf, unternimmt man eine kleine Zeitreise. Von den theoretischen Anfängen des automatischen Rechnens bis hin zu wohlbekannten Persönlichkeiten. Ein kurzer Abstecher in die Welt der Arcade-Automaten fehlte auch nicht. Mein Highlight war hier die Polyplay-Maschine aus der ehemaligen DDR. Gewiss eine Gerätschaft, die man nicht alle Tage sehen kann. Die oberste Etage vereint die populäreren Computer der 8-, 16- und 32-Bit-Welten miteinander. Selbstverständlich findet man hier den legendären Commodore C64, auch als sehr seltenen tragbaren SX64. Daneben den ST von Atari und selbstredend auch ein paar illustre Vertreter der Amiga-Familie. Vermisst hatte ich hier eigentlich nur den schnöden IBM PC, aber der war durchaus anwesend, fristet aber noch sein Dasein in der museumseigenen Werkstatt, in welche man normalerweise keinen Einblick erlangt. Ich durfte da mal reingucken und es wurde schnell klar, die derzeitigen 200 Quadratmeter reichen bei weitem nicht für alle Exponate, die der Digital Retro Park im Arsenal hat. Und wer nochmal in die gute Stube der 70er eintauchen möchte, für den gibt es dieses wunderbare Wohnzimmer. Hier fehlt eigentlich nur noch eine Blumentapete und eine dicke Portion Zigarettenqualm. Letzteres doch besser nicht. Es war früher halt doch nicht alles besser. Es zeigt sich, dass gerade die jüngsten Besucher des Museums das größte Interesse an den ältesten Maschinen haben. Dadurch werden dann deren Eltern auch wiederum angelockt und wenn dann ein gerade mal mit 30er Vater angesichts etwa eines Amiga 500 von der guten alten Zeit spricht, dann klingt das fast so, wie wenn Opa früher von seinem ersten Moped gesprochen hat. Spätestens hier zeigt sich dann, dass es eben doch Geschichte ist, wenn auch in einem sehr straffen Zeitrahmen. Zu den Zielen des Digital Retro Parks gehört es auch, Schulen die Möglichkeit zu eröffnen, den IT-Unterricht anschaulicher zu gestalten. Dabei soll die Technik im Wortsinne begreifbar und nicht hinter Absperrkordeln und Glasvitrinen unerreichbar sein. Bislang hatte der Digital Retro Parks samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Als ich nach meinem Besuch die Homepage digitalretropark.net erneut studierte, las ich da schon was, was mir im Café Commons bereits angekündigt worden ist. Öffnungszeiten an Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Für ein rein ehrenamtlich geführtes Museum ist das schon eine knackige Herausforderung. Passt aber zu den selbstgesteckten Zielen, die Geschichte unserer digitalen Kultur einer breiten Zuschauerschaft, darunter vor allem auch Kindern und Jugendlichen, nahezubringen und anschaulich verständlich zu machen. Eine vergleichbare Einrichtung in dieser Dimension gibt es im Rhein-Main-Gebiet bislang nicht. Ich möchte mich hier sogar etwas weiter aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es im gesamten Bundesgebiet kaum vergleichbare Museen gibt, welche sich gezielt mit der Geschichte der Homecomputer, Spielekonsolen und auch deren Wirkung auf Popkultur und das allgemeine gesellschaftliche Leben widmen.
Neben Erhalt und Präsentation der alten Gerätschaften geht es dem Digital Retro Park auch um den Datenerhalt, wieder des digitalen Vergessens. Denn die Aussage, dass das Internet nichts vergessen würde, stimmt nur bedingt. Sachen, die es niemals ins Netz geschafft haben, nun, die können ja nicht vergessen werden, sie waren ja nie im globalen Gedächtnis gespeichert. Was ist denn mit den Daten, die auf Medien gesichert sind, zu denen es schlichtweg keine Abspielgeräte mehr gibt? Was ist mit Magnetbändern, Datasetten, 3, 3,5, 5,25 oder gar 8 Zoll Disketten? Man kann hier eben nicht wie von einem alten Kunstwerk sprechen, einem alten Bild, bei dem die Farbe vielleicht langsam abblättert oder verblasst, was man jederzeit wiederherstellen kann. Nein, wenn hier ein paar Bits umkippen, sind die Informationen unwiederbringlich verloren. Dieses Bewusstsein gilt es definitiv zu schärfen. Ich für meinen Teil hatte eine tolle Zeit im Digital Retro Park, wohl auch, weil der Laden von Leuten geschmissen wird, die ich bereits vom HNC, dem ersten Hanauer Netzwerkclub, bereits durch die Homecon Conventions gut kenne. Der HNC ist auch, neben For Amusement Only und Tecmumas, einer der Grundbausteine des Digital Retro Park. Wer sich näher über den Digital Retro Park informieren möchte oder einen Besuch plant, der sollte sich deren Homepage zur Gemüte führen. Dort findet sich auch im Blog die Geschichte dieses bislang einmaligen Projekts. Von den anfänglichen fliegenden Ausstellungen auf diversen Veranstaltungen, über die lange Suche nach einem geeigneten Standort bis zur Museumseröffnung im Oktober 2018. Es bleibt sehr zu hoffen, dass der Digital Retro Park auf Dauer den notwendigen Zuspruch erleben wird, der für den fortlaufenden Betrieb des Museums notwendig ist. Ich selbst habe während meines Besuches eine niedliche Episode erlebt. Eine Frau besuchte mit ihrer im Rollstuhl sitzenden Tochter den Digital Retro Park. Rollstuhl ist übrigens kein Thema, es gibt einen Lift. Das Mädel war hin und weg, ließ sich alles genau zeigen und war absolut begeistert. Beim Gehen meinte sie dann zu ihrer Mutter, dass dies doch das beste Museum der Welt sei. Kann es eine höhere Anerkennung geben? Kindermund tut ja bekanntlich Wahrheit kund. Meine Hochachtung an die Vereinsmitglieder, die das Projekt aufgebaut haben und am Laufen halten. Hier ist wahrhaftig etwas ganz Besonderes entstanden. Reife Leistung. Ich wünsche dem Digital Retro Park und seinen Machern das notwendige glückliche Händchen und vor allem die Kraft, diesen tollen Laden am Laufen zu halten. Es wird gewiss nicht mein letzter Besuch dort gewesen sein. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye, euer Mick.